Ich hätte natürlich auch ins Dribbling gehen können. Aber es war tatsächlich, glaube ich, die beste aller Möglichkeiten. Selbst Marcel Reif, der das Spiel ja dann auch kommentiert hat, ja, der hat kurz Ahnung, vorher ja. gesagt, ja. nutzen jetzt. Also auch der hat es gesehen. Schön. Und dann war es tatsächlich die beste aller Möglichkeiten, zumal ich ja auch vorher lange Zeit auf der Bank gesessen habe und eben gesehen habe, dass Peruzzi permanent viel zu weit vorm Tor steht. Deshalb bin ich schon mit dem Gedanken reingegangen, dass ich ja eigentlich mit dem ersten Ballkontakt, dass ich den eigentlich blind aufs Tor schieße. Also ich glaube, der Pass von Andi zu mir, ich glaube, der war viel kreativer und intuitiver als am Ende mein Schuss. Was für mich dann so der Moment war, wo ich gemerkt habe, wie groß das Tor einfach ist, als das Tor von den BVB-Fans 2009 zum Tor des Jahrhunderts gewählt wurde. Da habe ich dann schon, das war wie gesagt dann eher nach meiner Karriere, wo ich dann eigentlich gemerkt habe, wie groß das alles ist.